Was ist die beste Methode zum Sprachenlernen? Mit welcher Methode kann man am schnellsten, am effektivsten und am effizientesten erfolgreich eine Fremdsprache lernen? Leider gibt es nicht die beste Methode. Jeder Sprachlerner lernt nach seiner eigenen optimalen Methode. Jeder der bekannten Polyglotte, die 10, 20 oder mehr Sprachen sprechen, haben ihre eigene Methode, mit der sie erfolgreich sein können. Das Wichtigste ist, die Sprache stetig anzuwenden und relevante Inhalte zu lernen. Aber es gibt einige Methoden, die besonders populär sind und die viele Sprachlerner erfolgreich einsetzen. Und ich möchte in diesem Video die drei bekanntesten und effektivsten Methoden aus meiner Sicht einmal darlegen. Fangen wir an mit der ersten Methode, die Input-Methode. Die Input-Methode heißt, dass man möglichst viele Inhalte hört und liest, bevor man anfängt, die Sprache anzuwenden und zu sprechen. Besonders populär wurde diese Methode gemacht von Stephen Krashen und Steve Kaufmann. Das Ganze heißt Comprehensible Input. Die Idee ist also, dass du verständlichen Input hörst und liest. So viel wie nur möglich. Das heißt, du lernst nicht aktiv Vokabeln, du lernst nicht aktiv Grammatik, sondern du liest einfach nur Inhalte, die für dich verständlich sind, und du hörst Inhalte, die für dich verständlich sind. Und das heißt, am Anfang werden es vor allem einfache Inhalte sein. Und je besser du wirst, je mehr du verstehst, du schaust zum Beispiel Wörter nach, um sie zu verstehen, um den Inhalt zu verstehen, desto schwierigere Texte und Hörtexte kannst du dir anhören und durchlesen. Das machst du möglichst lange, bis du ein wirklich gutes Hörverständnis und Leseverständnis hast. Und dann kannst du weitermachen mit den anderen Aktivitäten des Sprachenlernens, zum Beispiel Sprechen und Schreiben, also das Aktive. Und damit kommen wir auch zur zweiten Methode. Das ist die Output-First-Methode. Das heißt, du fängst so schnell wie möglich an mit dem Sprechen bzw. mit dem Schreiben. Vor allem populär gemacht wurde diese Methode von Benny Lewis mit seinem Speak from Day One Approach. Also das heißt, er sagt, dass man sofort am ersten Tag anfangen sollte zu sprechen. Aber was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, wenn du am ersten Tag nur Hallo, wie geht's und ich heiße sagen kannst, dann sagst du das. Wenn du am zweiten Tag Danke und Tschüss sagen kannst, dann sagst du das ebenfalls. Und das bedeutet, du kannst anfangen, erstmal nur mit dir selbst zu sprechen oder auch mit anderen Muttersprachlern. Und am Anfang dauert ein Gespräch vielleicht nur 10 Sekunden, beim nächsten Mal dauert ein Gespräch 20 Sekunden. Und du baust so Schritt für Schritt deine Kenntnisse auf und kannst so mehr und mehr sagen. Der Vorteil ist, du lernst sofort zu sprechen, du kannst die Sprache sofort anwenden und es fällt dir viel einfacher, als wenn du erstmal nur hörst und liest, mit dem Sprechen anzufangen. Aber es gibt eine Gefahr bei dieser Methode, und zwar der Akzent. Das Allerwichtigste beim Sprechen ist, einen guten Akzent zu haben. Denn es gibt viele Sprachlerner, die eine Sprache sehr gut gelernt haben, aber einen so starken Akzent haben, dass man sie kaum versteht. Und das Problem beim Akzent ist, dass wenn sich einmal ein schlechter Akzent eingeschleift hat, dann ist es schwer, diesen wieder loszuwerden. Deshalb ist es wichtig, mit dieser Methode nur zu beginnen, wenn du ein gutes Gefühl für den Akzent hast oder wenn du vielleicht ein Akzenttraining hast, die Aussprache mit Muttersprachlern übst. Der Vorteil der ersten Methode, der Input-First-Methode, ist, dass du zunächst einmal sehr viel hörst und so ein Gefühl für den Akzent und für die Aussprache bekommst und es dir dann nicht mehr so schwierig fällt, die richtige Aussprache und den richtigen Akzent zu haben. Deshalb die Output-First-Methode nur dann, wenn du bereits einen guten Akzent hast oder ein gutes Gefühl für den Akzent hast. Und die dritte Methode ist die Übersetzungsmethode. Diese wurde besonders bekannt gemacht von Luca Lampariello, mit dem ich auch schon einige Videos gedreht habe. Bei dieser Methode übersetzt du den Text aus der Fremdsprache in deine eigene Muttersprache. Und danach übersetzt du ihn wieder zurück. Wie bei Methode 1 fängst du auch hier mit einfachen Texten an. Wenn dir Wörter fehlen oder wenn du nicht sicher bist, kannst du nachschauen oder dich von Muttersprachlern einmal korrigieren lassen und danach übersetzt du wieder zurück und das machst du stetig mit immer schwierigeren Texten und so bekommst du ein implizites Verständnis für die Sprache. Das bedeutet, dass du nicht aktiv Vokabeln und Grammatik lernen musst, sondern dadurch, dass du die ganze Zeit übersetzt hin und zurück, merkst du dir automatisch die Grammatik und du bekommst ein Gefühl für die Satzstruktur. Das heißt, wenn du dann später mit dem Sprechen anfängst, dann hast du bereits mehr oder weniger ein Gefühl für die Satzstruktur, so wie Kinder auch lernen. Das sind die drei bekanntesten und populärsten Methoden,
bei erfolgreichen Sprachlernern. Ich selbst lerne vor allem mit einer Kombination aus Methode 1 und 2. Das heißt, ich fange vor allem an mit viel Input. Also ich lese und höre viel, jeden Tag möglichst einen neuen Text, versuche mich zu verbessern, lerne aber auch die Vokabeln dann in diesem Text, damit ich ihn besser verstehe. Und wenn ich dann ein gutes Grundverständnis aufgebaut habe und bereits ein Vokabular habe, mit dem ich gut sprechen kann, das passiert bei mir meistens so nach 1 bis 2 Monaten, dann fange ich an zu sprechen und zwar so viel und so oft wie möglich. Aber am besten 3-mal die Woche spreche ich mit einem Muttersprachler und lasse mich auch korrigieren und ergänze das dann durch Selbstgespräche. Nun ist wichtig zu sagen, das sind keine neuen Erfindungen. Die 3 Methoden, ich habe gesagt, durch wen sie populär gemacht wurden, das heißt nicht, dass sie die erfunden haben. Alle diese Methoden sind Jahrhunderte alt und wurden schon damals zum Sprachenlernen benutzt. Ich wünsche dir nun viel Erfolg mit diesen 3 Methoden. Wenn du Fragen zu den Methoden hast oder andere Vorschläge oder vielleicht auch andere Ideen für Methoden, die bei dir gut funktionieren, dann hinterlasse einen Kommentar. Vielen Dank für das Schauen des Videos.